Herzlich willkommen zu dieser Lerneinheit zu Microsoft Excel. Falls du das erste Mal mit dem Programm arbeitest, ist es vielleicht noch gar nicht im Doc. Du findest es wie alle Programme unter Programme und hier Microsoft Excel. Ich ziehe es gleich nach unten, damit ich es jederzeit zur Verfügung habe. Beim ersten Start wird dir diese Einführung gezeigt. Da kannst du dich durchklicken und anschließend kannst du beginnen. Hier habe ich schon verschiedene Vorlagen. Ich öffne eine neue leere Arbeitsmappe. Und jetzt haben wir die Benutzeroberfläche von Excel vor uns. Hierzu ein paar Worte. Du hast hier oben die Menüleiste mit den üblichen Menübefehlen. Und da lohnt es sich manchmal, sich den Kurzbefehl jeweils zu merken. Die meisten kennst du auch schon von anderen Programmen. Dann haben wir hier dieses Menüband. Das ändert sich je nach Reiter und kann bei Bedarf auch noch angepasst werden. Und hier unten nun der Hauptbereich, die Tabelle, in die man Daten übersichtlich einschreiben kann. Ich tippe mal irgendwo in ein Feld und schreibe mal eine Zahl hinein und jetzt siehst du, wird je am Rand die Zeile und die Spalte markiert. Hier, das nennt man den Zeilenkopf, der ist mit Nummern durchnummeriert, ich bin also in Zeile 7 und die Spaltenköpfe, die sind mit Buchstaben bezeichnet. Es ist also im Prinzip wie ein Koordinatensystem. Ich bin im Moment in der Zelle C7. Da sieht man auch hier oben im sogenannten Namensfeld und gleich daneben ist der Wert drin. Das nennt sich Funktionsleiste. Hier kannst du diesen Betrag auch noch ändern und es wird automatisch in der entsprechenden Zelle geändert. Dann hier unten im Hauptbereich siehst du diese Reiter. Mit dem Plus kannst du weitere Blätter einfügen. Du kannst also bei sehr komplexen Daten diese auf verschiedene Blätter verteilen und die lassen sich alle untereinander verknüpfen. Hier drüben haben wir die verschiedenen Ansichten. Im Moment sind wir in der Standardansicht und hier haben wir die Layout-Ansicht, so siehst du, wie es ausschauen würde, wenn es gedruckt wird. Normalerweise bleibt man bei der Standardansicht und hier könntest du noch zoomen, damit du etwas übersichtlicher arbeiten kannst.